Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Show von Crossout. Ja, hier mit meinem zweiten Prototypen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an meinen ersten. Ja, Mikrofon. Aber der hat leider nicht mehr so stark gehalten. Also so lange mehr gehalten im späteren Spiel. Wie ihr seht, ich bin jetzt Level 5. Ich habe ein bisschen gesuchtet. Ich habe jetzt auch 43. Und ja, ihr fragt euch bestimmt sicher, wie ich den gebaut habe. Ja, also ich kann es euch verraten. Ich bin einfach hier auf Blaupausen. Also ich bin halt auf Fraktionen. Habe ich mir hier so eine Blaupause vom Workhorse geholt. Und dann habe ich halt einfach diese als Blaupause abgespeichert. Ich habe auch noch das als Blaupause, aber wie ihr schon seht, das war gigantisch und dafür habe ich nicht die Materialien. Also habe ich einfach so ein Workhorse genommen. Den Typen hier. Und ich habe ihn modifiziert. Ich habe einfach einen Duster drauf gebracht, damit ich 4 Waffen haben kann. 1, 2, 3, 4. Tja, wer Mathe aufgepasst hat, weiß, dass das jetzt 3 sind. Und hier vorne habe ich noch 2 Beile. Hinten habe ich hier noch ein bisschen geschützt. Kühler habe ich, glaube ich, auch weg. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Habe ich den Kühler weg? Nein, ich habe den Kühler nicht weg. Aber ich hatte mal den Kühler weg, habe es leider nicht aufgenommen. Es hat nicht allzu sehr funktioniert. Soweit ich jetzt weiß. Also dann, heute spielen wir mal. Holt ihr die Schrotflinte? Ja, ich habe schon viel mehr freigeschalten. Zum Beispiel hier. Erwache. Ich wollte ja gerade schon erwachsen sagen. Ja, ich bin noch nicht erwachsen. Hier Grenzverletzung. Aber da bekommt man eigentlich jetzt nur diesen Schrott, wovon ich eigentlich ziemlich viel schon habe. Ritter des Ödlands lohnt sich nicht so sehr. Patrouille bekommt man nur so einen normalen Schrott, wovon ich jetzt 900, fast 1000 schon habe. Also den bekommt man hier bei diesen drei auch. Den Huntsman habe ich schon. Und das Maschinengewehr hier habe ich auch. Also ich will eine Shotgun. Ich habe hier schon dieses Explosivfass, aber ja, ich habe es mal ausprobiert. Es macht nicht allzu viel Schaden. Ich habe es, glaube ich, trotzdem noch hinten dran. Aber ne, warte mal, ich habe es weggemacht, weil es ja nicht so viel Schaden macht. Und wie ihr sehen könnt, ich fahre nicht allzu schnell. Also ich brauche ein bisschen, um Speed aufzubauen, aber dann fahre ich auch schon ziemlich schnell. Oh Gott. Böse Jungs hier. Das erinnert mich an dieses eine Lied da. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Oh, grausam dieses Lied. Aber dieser Bad Boy hier will unseren Punkt, glaube ich, einnehmen. Oder unsere Männer hier zerstören. Schön penetrieren hier wahrscheinlich, ey. Oh nein. Da geht ein Kampf ohne mich. Nee. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Junge. Ihr verkriegt euch nicht. Ihr geht nicht an meine Teammates ran, Alter. Ich bin ein sehr sozialer Panzer. Auch wenn ich Zerstörung liebe. Ich bin sehr sozial. Zwar nicht zu euch, aber zu meinen Teammates. Also, Gott, diese Sounds sind so laut. Ich verfolge dich. Ich bekomme dich. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber ich werde dich finden und ich werde dich töten. Töte ihn. Boom. Ja, jetzt ist er. Oh, ich fahre über ihn drüber. Hilfe. So. Das hat auch sehr viel Schaden gemacht. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Arsch. Ich habe nur noch 70 Leben. Oh mein Gott. Ich könnte ja so versuchen, jetzt einen Punkt einzunehmen. Das funktioniert ja auch nicht wahrscheinlich. Nein. Ah, verdammt. Oh mein Gott. Das ist.
Oh mein Gott, das ist belastend. Ich aktiviere einfach die Selbstzerstörung. Selbstzerstörung. Nee, so kann man nicht fahren. Ja. Da konnte ich nichts machen. Okay, aber hier. Der kämpft sich gerade durch mit. Oh. Vergesst es. Unsere Basis wird gerade hier eingenommen. Die Basis B. Ich wollte da eigentlich hin und noch mit meinen 2, 3 Knarren, die ich noch hatte, irgendwas versuchen zu reißen, aber. Oh, warte mal, da hat. Der glaube ich den Kühler weg. Nee, da hat auch. Ja doch, der hat den Kühler weg. Oh. Ja, nicht so gut. Aber egal. Der kann noch fahren. Verdammt. Nein. Jetzt bekomme ich keine Shotgun, glaube ich. Jetzt bekomme ich keine Shotgun. Oh, warte, ich habe was bekommen. Belohnung, nur Schrott. Nur dieser Metallschrott da. Ich gehe erneut ins Gefecht. Ich muss immer ein bisschen. Gott, Einstellungen. Einstellungen, ich muss es sonst noch ein bisschen runter machen. Optionen, die Options. Okay, und jetzt hier Effektlautstärke. Hau ich runter. Und die hau ich noch natürlich auch noch runter. Und dann let's go. Ja. Ich hoffe, ihr hört's noch, meine Jungs. Meine Jungs, sage ich schon. Meine kleinen Laubfeuer, ja. Naja, ich bin auch Fire LP. Und wenn ich euch. Und die meisten von euch haben noch nicht so lange abonniert schon. Also, ihr seid noch alle kleine Laubfeuer. Ah! Oh mein Gott, er hat mich gerettet. Ja, ja, ja! Nein! 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 Also muss ich hier 20 Sekunden lang warten. Hey! Bro! Hilfe! Ah, es kommt jemand! Ah, ich kann nichts machen! Ich helfe ihm einfach mal, dich zu verteidigen hier. Wobei ich jetzt ziemlich tot bin. Ja, Gott, das macht man nicht, ne? Okay, also den habe ich kampfunfähig gemacht. Aber jetzt sind noch zwei andere. Ah, verdammt! Oh! Ah! Mhm! Gegner noch zerstört! Okay. Was war der für ein Auto? Voll gepanzert, 584 Leben. Was? Was ist das? Das ist so mini. Ey, ich sag's euch, das ist. Ja. Gott, was hat denn der da vorne dran? Wie. Was hat denn alles vorne dran, Junge? Also der hatte 2 Beile, ein paar Spikes, glaube ich, noch. Der hat da vorne echt viel. Der hatte so kleine Spikes dran. Wow. Und der hat ein Flugzeug. Irgendwie in letzter Zeit sehe ich diesen Style ziemlich oft. Schreibt mal in die Kommentare unten, ne? Da auf dem iPad oder Handy, müsst ihr einfach nur nach ganz unten scrollen. Und dann seht ihr da schon Kommentare, dann müsst ihr da draufklicken. Und der steckt fest. Aber schreibt mal in die Kommis. Oh ne, doch nicht. Schreibt mal in die Kommis, ob ihr diese Art von Auto auch noch öfter seht. Und schreibt mal, ob ich auch mit sowas spielen soll. Aber ich habe keinen Plan, wie man das baut. Okay, also da vorne hat dann das da. Und das ist ein ziemlich kleines Modell. Ich spiele eher, wie ihr schon bemerkt habt, mit solchen großen hier, mit solchen richtigen Tanks. Und nein, ich habe wieder nur so ein explosives Fass. Aber wartet mal. Ich habe jetzt einen Plan. Oh, danke. Ich habe einen Plan. Da ich ja jetzt zwei explosive Fässer habe oder sowas, mache ich einfach einen auf Kamikaze. Oh, ich habe 2 Breeze. Lol. Also ich packe den hier einfach eins rein und dann hier noch eins. Und dann passt. So, dann werden alle auf mich schießen und ich werde einfach meine Fans sein. Das wird einfach klasse. Ich hoffe, ich hole damit einen. Also ich kann natürlich auch noch zusätzlich schießen, was ich auch machen werde. Aber ich hoffe, ich werde nicht früh genug abgefangen.
Aber ich glaube, wenn das jetzt gut läuft, diese Runde, da ist auf jeden Fall die gegnerische Basis. Wenn diese Runde jetzt gut läuft, dann würde ich sagen, damit spiele ich für den Rest des Let's Plays öfters. Gott. Oh nee, das sind schon mal Gegner. Okay, jetzt ist Zeit für meinen Kamikaze-Auftritt. Kamikaze! YOLO! Du lebst nur einmal, als ist dein Motto besser, YOLO! YOLO! Ah, verdammt! Ich schaffe irgendwie gar nichts. YOLO! Vielleicht kann ich ja Schaden machen noch irgendwie. YOLO, explodiert ihr verdammten Fässer, explodiert doch! Selbstzerstörung! YOLO! Nein! Aber ich habe den einen noch Schaden gemacht, in der Tat. Ich hatte den auf jeden Fall noch Schaden gemacht. Ich hätte ihn, glaube ich, echt noch Schaden gemacht hier, aber... Oh, ja, der ist weg. Und der andere... Oh nein, er hat ihn weggerammt. Er hat ihn gerammt. Es hat leider nicht funktioniert damit, also... Ich glaube... Schreibt mal in die Kommentare, ob ich vielleicht... Oh. Ob ihr irgendwie... Ist es eine Blaupause? Ist es von irgendwas eine Blaupause? Ich habe keine Ahnung. Aber schreibt mal in die Kommis, ob ich mit der Avenger spielen soll. Hat er die Avenger? Okay. Fett. Er nennt sich Fett 77. Oder nennt er sich Fett? Ja, er nennt sich ziemlich gut Fett. Und er hat Raketen oder sowas. Also er hat ein Geschütz auf jeden Fall da drauf. Aber ich habe keine Ahnung, ob es gerade die Avenger war oder nicht. Oh. Der macht das fürs Team. Und der hat definitiv... Oh, der hat nur die zwei leichten MGs. Ah ja, der ist weg. Der versucht ihn einfach zu rammen, der Jamie. Ah, verdammt. Okay, also ich habe leider gar nichts hier. Ja, ich werde wieder zu meinen Spikes zurückgreifen. Hier zu meinen... Oh Gott, das mit den Fässern hat überhaupt nicht funktioniert. Na, auf jeden Fall schreibt da mal in die Kommentare, ob ich das vielleicht anders... Ob ich sie anders platzieren soll. Aber ihr... Aber jetzt will ich mal was ausprobieren hier. Oh, Offroad-Stoßstange. Cool. Das sieht ziemlich nice aus, aber ich gehe hier mit der Buggy-Stoßstange. Damit mache ich ziemlich gut Damage dann. Und dann, falls jemand von hinten kommt, bekommt er den Macht des Beils zu spüren. Die Harry-Schmodder Macht des Beils. Oh nein, ich habe das Baulimit erreicht. Da muss ich irgendwas jetzt löschen. Was lösche ich hier vom Herrisch Moddermobil? Kann man da irgendwas ersetzen? Da könnte ich ein Van-Fenster reinhauen und es würde besser tun sogar. Naja, jetzt nicht viel besser, aber es funktioniert. Wobei man das eigentlich jetzt nicht schützen muss. Ich mach's mal trotzdem hier. Perfekt. Und jetzt kann ich noch eine weitere Stoßstange ranmachen. Gott, ey. Ja. Ich let's play jetzt seit 15 Minuten wahrscheinlich. Aber ich werde wahrscheinlich noch rauscutten vieles. Was von meiner scheiß Moderation. Gott, YouTube, bitte bann jetzt meinen Kanal nicht, weil ich das SCH-Wort gesagt habe. Ja, ich will es irgendwie nicht so sagen. Ich will es irgendwie nicht so Schimpfwörter sagen, weil ich habe Angst, dass mich irgendwie YouTube oder meinen Kanal verbannt, weil ich jetzt noch nicht so ein großer bin. Also noch nicht so ein großer YouTuber. Ich habe gerade mal 23 Abos. Also, nicht vergessen zu liken. Natürlich noch zu... Nicht vergessen zu liken. Natürlich noch
Nicht vergessen zu kommentieren. Wieso habe ich dramatische Pause? Ja, das war eine dramatische Pause. Also, vergesst nicht zu kommentieren, was ihr sehen wollt. Also, wie ich halt Sachen baue. Was ich ausprobieren soll. Schickt mal ein paar vielleicht Screenshots rein in die Kombis von euren Autos. Oder selbst ein Video, wie ich mit den Autos spielen soll. Und da schickt mir mal ein Video, wie man zusammenbaut. Oh nein! Warte, wir brauchen alle Teammitglieder. Ah, okay. Das ist schon wieder ganz. Lol. Ja, ich habe vorne meine. Genau deswegen wollte ich die hinten haben. Falls ich jemand feststecke und dann ein Gegner von hinten kommt, damit er erstmal ein bisschen Damage noch reinbekommt. Und dann kann ich hier vorne ein bisschen mehr rammen. Oh Gott, das wird nicht gut. Das wird nichts Gutes. Oh Gott, da hat nur die Venture. Oh mein Gott, da ist ein Shotgun. Oh mein Gott, nein, ich will nicht sterben, nein, lass mich in Ruhe. Nein, ich werde gemobbt. Mobbing. Das ist Mobbing höchsten Grades hier. Gott, ich streck mal meine Beine aus, ey. Eine Avenger und die Cord. Na, die Avenger ist noch eine ziemlich gute Waffe. Der hat zwei Shotguns drauf. Ich beobachte ihn. Wow. Okay, das ist halt so Shotgun, so BAM. Ein bisschen nachladen und dann BAM. Oh, der hat auch eine Shotgun drauf, glaube ich sogar. Also der hat noch irgendeinen Raketenwerfer oder so hinten drauf. Aber der hat eine etwas andere Shotgun. Der hat irgendwie so eine Bamba. Der hat irgendwie so eine automatische Shotgun, so eine Automatic Shotgun. Aber, der ist halt Close Range, die Shotguns. Ah, ich habe leider keine Reputation erhalten. Falls ihr wissen wollt, was Reputation ist in diesem Spiel, das ist Level. Oh, ich bin jetzt Level 6. Habe ich jetzt eine Shotgun? Wenn nicht, dann kaufe ich sie mir. Oh mein Gott. Ich habe immer noch keine Shotgun. Kein Bock mehr. Ich kaufe mir jetzt eine. Ich platziere sie dann da vorne und das soll ich hier weg. Denn das funktionierte nicht so gut. Ich glaube, ich hau die Buggy-Show-Stange doch hier hinten hin oder so. Dann kann ich das ja auch wieder so machen. Was war da nochmal? Ich finde die zwei Drittbretter. Wenn doch alles schön geschützt ist. Dann hau ich vorne die Stacheln rein für die perfekte Penetration. Das Beil. Also entweder mach so oder... Naja, ich mach das lieber so, damit es hier direkt, wenn ich Anlauf nehme, BOO! Damit sie ihm aufspießt. Ich denke wahrscheinlich jetzt wieder so Spielmechaniken weit voraus, aber... Ich habe echt keine Shotgun. Ich brauche jetzt eine Shotgun. Ich hole mir jetzt eine Shotgun auf jeden Fall. Ich starte von... Verdammte. 5. Ist hier immer eine Shotgun? Vielleicht so was Graues oder so? Okay, nee, dann muss ich echt schon von 5 hier. Shotty. 6. Ist das eine Shotgun? Oh, ist eine Schrotflinte, aber. Gott, die war bei 6 irgendwo. Die Piercer, das ist. Schnellfeuermaschinengewehr. Ja, will ich auch noch holen, irgendwie. Aber wie viel braucht die? Was steht es irgendwo, wie viel der verbraucht? Die verbraucht 3 Punkte. Und die 4, okay. Aber ich möchte eine Shotty haben. Eine Schrotflinte. 110 kostet die. Das ist eine Flugdrohne. Wasp. Sledgehammer ist eine Schrotflinte, aber kostet 106. Maschinengewehr, Geschützturm.
Plasma-Emitter. Es gibt doch Plasma-Waffen hier. Nicht mal für so viel. Nahkampfwaffe. Ein Stangenbohrer. Ein Minenleger. Ein Flammenwerfer. Das ist schon geil. Hier ist eine Lupora. Raddrohne. Okay. Also entweder die Lupora. Jetzt für 5 oder ich spare auf. Gott, welche wollte ich denn nochmal? Wo ist es ja eine Schrüffelnde jetzt hin? Ich hatte sie wieder verloren hier. Sledgehammer. Gibt's denn noch hier eine? Der Plasma-Emitter könnte ich mir auch gönnen. Ja, aber ich glaube. Naja, wobei eine Schrumpflinte. Ich gehe doch eher auf den Plus. Na, aber das allererste, was ich machen sollte, ist erstmal ein gutes Auto hier holen. Also gutes Ding hier. Der bringt 10 Punkte. Der bringt 11 Punkte, der Growl. Ja, keine Ahnung, wieso ich das so komisch ausspreche. Growl. Einfach nur Growl. Leichte Fahrerkabine. 125. Ja, und außerdem, ich kann hier drin. Es ist eh nur eine schlechte Schrotflinte. Aber ich will dennoch mal die ausprobieren hier. Welche ist denn das? Könnte ich jetzt nicht lesen, verdammt. Also, ja gut. Das wird dann wahrscheinlich das letzte Spiel. Also genießt es. Also mal jetzt nicht von diesem Format. Denn ich habe auf letzte jetzt insgesamt schon 2 Likes. Das ist natürlich mega wenig im Vergleich dazu, dass ich so viele Abonnenten habe. Ich meine, ich habe 23 Abonnenten und bekomme nur 2 Likes. Ernsthaft? Naja, es muss ja nicht jedem gefallen. Ich habe glücklicherweise keine Dislikes. Aber ich würde mich über einen Kommentar freuen. Oh Gott, verzieh dich von mir. Ich will einfach nur zu eurer Base kommen. Einfach nur verdammt nochmal sicher zu eurer Base kommen. Oh nein, natürlich. Natürlich werde ich hier wieder gemobbt. Verzieht euch. Ich vernichte euch hier alle. Nein, ich gehe, ich habe nur noch eine Waffe. Nein, ich habe nicht viel. Komm schon bitte. Nein. Ich werde es nicht überleben, Bruder. Gebrüder, ich werde es nicht überleben. Nein. Es ist so qualvoll. Ja, was haben die hier für Waffen alle? Oh, little boy, ey, natürlich. Ach, der hat die Lupara mit drauf. Eine. Und 2 Cords. Wie schießt denn die Lupara? Ach, die schießt so schnell. Würde sich sogar lohnen, glaube ich. Aber was ist das für ein Wagen? Der ist eigentlich ziemlich nice. Jetzt 700 Leben, Alter. Was ist das für ein Wagen überhaupt? Warte, was? Okay. Das ist hier erstmal mein erster Tank jetzt fürs erste hier. Erstmal. Ja. Ich glaube, ich wechsle den wieder aus. Ich meine, das ist ja nur der zweite Prototyp. Aber ich glaube, ich gehe doch lieber auf Blaupau. Auf die Viper eher. Ich glaube, ich gehe echt eher auf die Viper rein und alles und. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal schnell. Ich lösche jetzt einfach diesen Wagen, weil ich brauche ein schnelles Auto. Baue jetzt mal ein schnelles Auto, also Viper, Horseman. Ich gehe doch lieber auf die Viper hier. Aber, na, Mann, wieso ist es hier jetzt?
Es ist zwar schon schön und gut, aber wisst ihr, ist mir jetzt eigentlich auch egal, denn ich baue einfach hier ein neues. Ich baue einfach ein neues und das zeige ich euch dann nächstes Let's Play, aber ich spiele jetzt noch ein Gefecht mit der normalen Viper. Nichts abgegradet. Hol die Shotgun natürlich, in der Hoffnung, dass ich jetzt eine Shotgun bekomme. Und in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht so sterbe. Und es stand auch in der Beschreibung, dass die Viper ihren Namen gerecht wird. Ich sage es mal so. Und die ist am besten im Hinterhalt. Im hinteren Halt. Ist am besten im hinteren Halt, was man jetzt nicht glauben mag. Mit den Spitzen da vorne, aber ich glaube echt, ich sollte die vielleicht mal im Hinterhalt ausprobieren. Ich hoffe es einfach. Aber cooler Effekt. Vom Regen und alles, dass wenn der Bildschirm nass wird. Nein, 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 nein. Nein, nein, ich bin tot. Ich bin am Arsch. Ich bin tot. Ich bin jetzt hier tot, Alter. Ich habe nur noch zwei Knarren. Ich hätte echt gewonnen. Ja, wobei. Ja, der geht schon, der geht schon. Ja, 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 ich bekomme ihn, ich bekomme ihn, ich bekomme ihn easy. Oh nein, ich bekomme ihn nicht mehr. Ah, verzieh dich von mir. Selbstzerstörung. Los, 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 Selbstzerstörung, Selbstzerstörung. Ja, habe ich ihn noch, ich habe ihm noch Schaden bekommen, zugefügt. Ah, als Viper ist es echt nicht so gut jetzt. Ja. Ich lief jetzt einfach, weil es hier für euch nichts zu sehen gibt. Also, schreibt unten in die Kommis die ganze Sache rein. Ich lösche das hier jetzt. Schreibt unten in die Kommis rein, welche Fahrzeuge ihr spielt, ob ihr Blaupausen, ob ihr hier Blaupausen so mal, wo ist Blaupause? Da. Ob ihr Blaupausen schön mal benutzt oder so. Immer, es gibt hier auch eine Galerie und alles. Leute, wieso habe ich jetzt die Blaupause in die Galerie von der Viper auch? Was soll das? Naja, egal. Wenn ihr es noch nicht habt, holt's euch. Edit mich natürlich. Ich bin's hier. Hotdog 0068, seht ihr da oben. Bin Level 6. Also sagen wir, ihr könnt mich eigentlich schon in den frühen Sachen adden. Lol. Aber ich spiele echt gerne eher so mit welchen auf meinem Level. Also, ihr könnt mich auch schon ab Level 1 oder Level 2 adden. Weil es dauert schon ein bisschen, bis man Level 2 wird. Ich meine, ich habe eine Woche gebraucht, um Level 2 zu werden, weil man direkt am Anfang schon 10.000 XP braucht und man gewinnt ja auch nicht jedes Spiel. Und man muss mindestens einen Kill bekommen, um XP zu holen. Also, wenn ihr meine Hilfe braucht, spielt mit mir. Ich kann euch gerne auch irgendwie ein Auto bauen, davon euch dann Screenshots schicken. Über WhatsApp wollte ich schon sagen. Also ihr könnt mich auch gerne auf, ihr könnt mich halt nicht nur im Spiel adden, sondern ihr könnt mich auch gerne irgendwo anders adden oder so. Oder mit mir befreundet sein, wenn ihr wollt. Na, wobei, geht eigentlich nicht, nee. Also ihr könnt mich in diesem Spiel hier adden. Und dann kann ich ein Video dazu bringen, wenn ihr mich wenn ihr hier mit mir spielt und mich anschreibt, ob ich vielleicht Videos hochladen kann von Autos bauen. Dann halt ziemlich lang, sind auch langweilig. Aber dann könnte ich vielleicht so mit ziemlich viel Aufwand ein paar Autos bauen und dann so eine Top 5 Liste erstellen von den Autos, wo ich jetzt gebaut habe, wo ihr am besten auch bauen solltet, plus Bau. Vielleicht benutze ich auch hier ein paar Blaupausen, also schaut mal, ob ihr das Level habt. Zum Beispiel hier, für die Viper braucht ihr Level 3,
Für einen Horseman braucht Level 4. Aber ich mag eher den Horseman. Und ja. Das könnt ihr dann im nächsten Video sehen. Ich werde es wahrscheinlich niemals schaffen, das zu bauen. Aber es ist so geil. Es ist halt einfach ein Skorpion. Also wenn es bis Level 100 geht. Das ist ab Level 100. Aber so viel Inspiration. Ich meine ein Skorpion. Aber ich will eindeutig diese Reifen hier haben. Die gönne ich mir dann einfach. Also dann. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Und ich sage ciao, ciao.